Der neue Bundesparteichef der Kärntner Freiheitlichen. Sie wollen ihn nicht und werden ihn wohl doch bekommen. Heinz-Christian Strache ist in Kärnten ein Feindbild. Und die Neuordnung des dritten Lagers kann nicht einmal er verständlich erklären. Es gibt eine Wahlpartei, die zu einer Wahl antritt. Und es gibt unterschiedliche Parteien. Das heißt ja nicht, dass jede Partei zu einer Wahl antritt. Es gibt eine Wahlpartei, die zu einer Wahl antritt. Und die Wahlpartei ist eine Partei, die antreten wird. Ja, aber am Stimmzettel muss sie ja dann aufgeschlüsselt sein. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Steht dann Wahlpartei Freiheitliche? Nein, da steht die Freiheitlichen in Kärnten, in Klammer FPÖ zum Beispiel. Und die FPÖ-Landesgruppe? Kandidiert zum Beispiel nicht, weil es diese Kooperation gibt und wir gemeinsam im Sinne dieser Kooperation vereinbart haben, als Beispiel, dass die Kärntner Freiheitlichen, Klammer FPÖ, kandidieren und wir gemeinsam hier im Sinne der Kooperation eine Wahlpartei stellen. Und da sollen sich zum Beispiel die Wähler auskennen?